Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen. Aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Zum Gürger bin ich hier. Ja, so. Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Wir spielen... was spielen wir denn? Ich rufe mal das Pausemenü auf. Wir spielen Risen. Ja, ihr lest richtig. Ein wunderschönes RPG von Piranha Bytes. Und der eine oder andere wird es vielleicht schon kennen. Das Projekt hat der Herr Titan schon let's played. Und ja, ich war mit dem LP vom Herrn Titan nicht so ganz zufrieden und deswegen musste ich es jetzt selber let's playen. Nein, das ist natürlich nicht der einzige Grund. Es ist ja erst vor kurzem der dritte Teil rausgekommen von Risen. Und da habe ich mir gedacht, oh, die Reihe könnte ich ja auch langsam mal anfangen. Ne? Und wenn ich eine LP-Reihe anfange, dann fange ich natürlich beim ersten Teil an. Und ja, wir sind jetzt also in Schiffbrüche hier und sind jetzt an irgendeinem Strand. Ich spiele das übrigens auf dem PC, die Leute, die sich fragen. Und wir heben erstmal Stuff hier auf. Ja, hallo, Erdrungen. Ah ja, da ein bisschen Zeug dabei. Einen Ring, einen Grog und drei Münzen. Das nehmen wir natürlich alles. Kein Angeschwemmter. Mehr. Der ist leider hinüber. Naja. Wir haben ein bisschen Gold. Was auch immer ich jetzt aufgesammelt habe, egal. Wir sprechen erstmal mit der hier, mit der Sie Sarah. Noch. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Du solltest dir eine Waffe besorgen. Ein Knüppel, ein Ast, irgendwas ist besser als nichts. Du findest bestimmt was am Strand. Ich warte so lange. Nein, ich habe doch keine Waffe. Da habe ich anscheinend schon einen Ast aufgehoben. Ich will mich nämlich erst noch ein bisschen hier am Strand umschauen. Und ja, für diejenigen, die das LP beim Herrn Titan nicht gesehen haben. Das Spiel ist sehr Story- und textlastig, also... Zum Glück ist alles vertont, nicht wie in gewissen anderen Spielen. Und ja, deswegen werden wir oft Parts damit verbringen, einfach nur Gespräche anzuhören. Ich denke da vor allem an eine Stelle, wenn wir in eine ganz bestimmte Stadt kommen. Und ja, ich habe das Spiel schon gespielt und ich muss sagen, es ist eine meiner Lieblings-RPG-Reihen. Kommt eigentlich nach den Tales of Reihen, also nach den Tales of Spielen. Oh, da haben wir übrigens unseren ersten Gegner. Ich sollte mir eine Waffe besorgen. Ich könnte übrigens mit der Leertaste springen, das werde ich oft mal benutzen. Und entschuldige mich übrigens, wenn ich ab und zu mal räuspern muss. Meine Stimme ist heute momentan nicht so wirklich bei mir. Ich weiß auch nicht. Passt schon.
Ich soll mir echt eine Waffe besorgen, ne? Krieg ich denn eine Waffe her nochmal? Die lag hier irgendwo rum. Irgendwo lag hier eine Waffe rum. Eine ordentliche. Ist nicht unbedingt ein Ast oder sowas. Oh. Da ist wieder ein Gegner. Wo lag denn hin? Okay. Das sah schon mal gut aus. Liegt noch ein bisschen Zeug. Knüppel zum Beispiel. Das ist schon mal eine ordentliche Waffe. Dann können wir was anfangen. Und ja, ich habe das Spiel schon gespielt und es ist, ich sag, meine Zweitlieblings-RPG-Reihe, muss ich sagen. Direkt danach kommt die Fable-Reihe, die ich auch eigentlich noch let's playen müsste. Wird bestimmt auch irgendwann noch kommen. Aber jetzt fange ich erstmal Risen an. So, was haben wir denn hier? Eine Muschel. Muscheln sind ganz toll. Goldmünzen, ah ja, und hier ist noch ein Ertrunkener. Des Sturms. Und der hat ein Jagdmesser dabei. Genau das Ding habe ich nämlich gesucht. Ein Schwertchen. Denn anders als der Herr Titan werde ich in diesem Spiel auf Schwert spielen. Weil Risen 1 ist Schwert super. Und wie ich das noch spielen werde, das werdet ihr früh genug herausfinden. Denn da werden wir auch als erstes hingehen. Aber das dauert noch ein paar Parts wahrscheinlich. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen hier am Strand umschauen. Und wie rufe ich nochmal das Menü auf? Mit E? Ja, mit E. Oh Gott, da war ja so ein Menü. Ich bin jetzt Risen 3 gewohnt, ne? So, wir haben hier die Waffen. Und da rüste ich einfach mal das Jagdmesser aus, weil das hat 12 Klingenschaden und, ne? Ist gut. Habe ich schon ein Schild? Nein. Ich habe einen Ring, den ich mir anlegen kann. Der macht aber gar nichts, also lasse ich das einfach mal. So, wenn ich jetzt die mittlere Maustaste drücke, kann ich mein Schwert ziehen und seht ihr schon meine interessante Maus, denn meine Maus macht, wenn ich die mittlere Maustaste klicke, dann reagiert das manchmal öfter als einmal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das wird wahrscheinlich ein Running Gag in diesem LP. So, wir haben hier einen Seegeier. Ja. Oh. Oh Gott. Oh Gott, ich bin vollkommen raus. Oh Gott, wie schnell greift er an? What the fuck? War der schon so schnell? Oh. Ja, wir können nämlich noch dreimal angreifen bisher. Und können mit Rechtsklick abwehren. So, den Xigeier können wir looten. Dann kriegen wir nämlich einen rohen Bollen. Geh mit folgenden Zutaten zu einem Feuer oder Herd. Roher Bollen. Das werden wir dann bald machen. Gott, ich bin so Risen 3 gewohnt, ne? Da schlägt man nämlich am Anfang so unglaublich langsam zu. Das ist schon fast abartig. So, jetzt hole ich mir den Vogel noch da hinten. Aber ich glaube, hier am Strand gab es irgendwo noch ein paar Muscheln, oder? Also die Muscheln kann man nämlich aufmachen und daraus kommen eventuell Perlen. Und das wäre schon ganz nützlich. So, was haben wir hier? Eine Goldmünze. Ein Wein. Ein Ei. Eine Goldmünze. Goldmünze. Die Eier übrigens gleich ein kleiner Funfact. Oh, wir haben schon viel Zeug hier. Die Eier, wenn man... Die geben 5 Erfahrung. Ja, wir haben nämlich Erfahrung und steigen Level-Ups. Und mit den Level-Ups können wir Zeug lernen. Und wenn wir 10 Eier... War das so? 10 Eier? Oder sogar 20? Ich weiß es nicht mehr, weil wenn wir eine bestimmte Anzahl von Eiern essen, bekommen wir einen Werteboost, den kann ich euch auch mal zeigen, auf C nämlich. Wir haben momentan 10 Stärke, Geschick und Weisheit und 40 Mana und 48 80 Lebensenergie. Ich habe schon die Hälfte meiner Energie verbraucht. Naja. Und hier unten haben wir noch ein bisschen Zeug. Ja, da drauf gehe ich später mal ein. Jetzt momentan nicht. Gewöhnt euch schon mal an das Hüpfen, das werde ich in diesem LP ganz oft machen. Huch! Und das passiert, wenn man zu weit rausgeht. Ach, schön. Ich liebe das. Dafür mag ich einfach Risse, für solche Stellen. Aber sonst passiert nichts. Wir haben, glaube ich, keinerlei Leben verloren und... Ne? Nicht so tragisch. So, hallo, du Vieh. Na? Was geht? Bam, bam, bam. What das war? Effizient. Wow. Kein Lebenszeichen mehr. Kann ich eigentlich nicht alles nehmen gleich? Na gut, wir haben einen Apfel. Mit einem Apfel übrigens genau dasselbe. Bekommen wir auch einen Werteboost, wenn wir 10 Stück oder gar... Ich weiß nicht, waren es 10 oder 20? Herr Titan, schreib's mal bitte in den Kommentaren oder sag's mir mal anschauen, ob es 10 oder 20 waren. Oder sogar 30? Ich weiß es nicht mehr. Er wird es mir schon sagen. Und... Ja. Jetzt haben wir den Vogel gekillt. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube ja nicht. Weil im Wasser ist man so extrem langsam, warum auch immer.
Risen 3 kann man übrigens schwimmen. In Risen 1 nicht. Im 2 konnte man im 2er auch schwimmen? Ich weiß es gerade gar nicht. Das 2er ist schon etwas her, dass ich das gespielt habe. Das, weil der 2er ist für mich der schwächste Teil der Serie. Der Reihe. Da ist noch eine Muschel. Ich wusste doch, ich habe irgendwo noch was vergessen. Giftmuschel. Da hinten war ich ja schon bei dem Kollegen. Gut, dann gehen wir mal weiter. So, ich könnte die Madame mitnehmen. Ich könnte sie aber auch lassen. Nehme ich sie mit oder nehme ich sie nicht mit? Erstmal kill ich noch den Vogel hier. Ah, Maus, bitte. Maus, bitte. Barsch mich nicht. Bam. 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 Schade. Also diese seitwärts... Moves mache ich übrigens, indem ich zweimal zur Seite drücke, also A oder D oder auch nach hinten mit S oder nach vorne mit, ne, nach vorne geht's gar nicht mit W. Okay, ja, meine Mana-Pflanze, die füllt natürlich unser Mana auf. Entschuldigung, eine Mana-Wurzel. Ja, wir werden ganz viele Kräuter aufsammeln in diesem Spiel, ganz viele Kräuter. Ja, die werde ich momentan alle nicht benutzen, weil die werden später noch wichtig. Warum? Werdet ihr noch schon alles sehen. Falls ihr das LP von dem Herrn Titanen nicht geschaut habt, könnt ihr übrigens mal vorbeischauen, falls es euch interessiert. Oh, stabiler Ast. Weil der hat eine interessante Spielweise gespielt. Oh. Oh. Gnome. Hi. Will ich Gnome machen? Ich mach mal den Quicksave und dann geht's los. Hi. Na? Was geht bei euch? Bam. Au. Bam. 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 Boah, warum ist der so schnell? Ist das normal? Ja. Bam. Bam. Ja, die Gnome machen mich fertig. Jo. Das war zu erwarten. Die Gnome machen mich fertig. Ja, diese Höhle ist natürlich für den Anfang etwas heftig. Und diesen Ladescreen werdet ihr übrigens auch eine ganze... ganz oft sehen. So, einmal probiere ich es noch. Da drüben haben wir eine Kiste. War die offen? Es gibt nämlich auch verschlossene Kisten. Die sind... Aua! Ja! Hör auf damit! Da sind unsere Angriffe aufeinander geprallt. Dann passiert das. Oh mein Gott! Er macht mich fertig. Er macht mich nieder. Yo, 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 yo. Gehen wir erstmal weiter. Es fängt gut an. Es fängt gut an. Das lassen wir erstmal. Glaube ich. Bis ich eine Heilstation gefunden habe. Weil mit meinem halben... mit meinem Half-Life hier... möchte ich die nicht unbedingt battlen. Ich komme gleich nochmal zurück, weil da oben komm ich gleich eine Stelle, wo ich mich heilen kann. Ich möchte jetzt nicht gleich die ganzen Kräuter verbraten, die ich habe. Die paar wenigen. Und daher lasse ich das mal lieber. Oh, hallo Seegeier. Nein, Maus, please! Maus! Stop it! So, Seegeier. Bam! 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 Man trifft. Ah! Oh, dammit. Krieg dich, du Vogelvieh. Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Das läuft nicht gut. Nein! Oh Gott, bin ich schlecht. Ich hätte ein bisschen üben sollen, bevor ich das LP statt. Naja. Ich glaube, der Herr Titan hat in seinen Anfangsparts auch so rumgenoobt. Weil am Anfang ist aber noch echt schlecht. In diesem Spiel. Und diese Maus, ne, regt mich auf. Ah, das wird noch schön in dem LP. Ah. Es geht echt schon wieder gut los. Hi. Na? Steck doch nicht wieder die Waffe weg. Ah, ich bin... Ah. Man, bin ich gewohnt, dass man die Schläge aufladen kann. Ich hatte ihn nicht gleich umgebracht. Ja.
kriegt man nämlich später eine Funktion, mit der man seine Schläge aufladen kann. Und ich bin überhaupt nicht gewohnt, dass der so schnell angreift. Das ist mir vollkommen neu. Jetzt mache ich davor nochmal einen Quicksave. Ich werde doch ja wohl sehen, die Geier töten können. In einem halben Leben, hallo? Geht's noch? Okay, jetzt machen wir nochmal einen Save. Hi. Na? Ja. Okay, jetzt gehen wir mal strategisch vor. Bam, bam, bam. Ohne Waune einfach kaputt. Das geht natürlich auch. Dankeschön. Das war jetzt cool. Da mache ich gleich einen Freunde-Save. Vor lauter Freude. So, Sarah, du kommst jetzt mit. Lass uns losgehen. Gut, ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Ja. Ach, jetzt erklär mir das Spiel, wie ich die Waffe ziehe. Das ist ja lieb von dir, Spiel. Ach, hier oben war ich schon. Ich mag übrigens die Reason-Musik, die ist echt toll. Vor allem weiter. Ist die Musik zu gut. Also atmosphärisch. Ist zwar mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen von der Grafik her, aber als ob mich das schon jemals interessiert hätte, ne? Ich war ganz ehrlich. Ah, hier haben wir ein Grünblatt. Ein Kräuterli. Ein Mana-Blatt? Mana-Kraut? Ich komme mit den Namen durcheinander, die werden nämlich auch von jedem Spiel. Zu jedem Spiel anders. Hier gibt es einen Weg durch den Wald, aber da ist nichts. Na, ich schaue mich immer genau um. So, Stachelschwein. Hab gehört, wir wollen Keilerei machen. Junge Stachelratte, okay. Bam. Pass auf! Bam. Ich hab doch abgewehrt. Was willst du von mir, hä? Ja. Kackvieh. Das schaffst du. Tschö. Oh. Was? Was? Von der Stachelratte getötet? Oh, ich kann diese Angriffsreichweite nicht einschätzen. Ne? Ich bin so... Ich muss mich komplett umgewöhnen. Das dauert ein paar Parts, das kann ich euch gleich sagen. Na, aber gut. So, Stachelratte. Pass auf! Bam. Bam. Au! Bam. Bam. Yes. Huch. Da habe ich schon gelootet. Das Fleisch roh zu essen bringt uns nicht viel. Wir brauchen eine Feuerstelle oder einen Herd. Wenn wir dann noch eine Pfanne finden, können wir es braten. Gebratenes Fleisch gibt eine Menge verlorener Energie wieder. Es gibt auch einige Pflanzen mit heilender Wirkung. Nimm am besten alles mit, was du an seltenen Pflanzen findest. Ja, danke für den Tipp, aber das habe ich schon gemacht. Ah ja. So, hier haben wir das erste sehr seltene Kraut nämlich einen Druidenschierling. Kann ich ja mal kurz zeigen. Der macht nämlich maximale Lebensenergie plus 1. Und das ist dauerhaft. Also quasi ein dauerhafter Werdeboost und das ist extrem gut. Die bewahre ich mir auch auf für später. Und da haben wir den Wolf. Hi. Na? Warum seid ihr alle hungrig hier? Es kriegt ja nichts zu essen oder was? Tschüss. Das war gut. Und der droppt Zähne. Und hier haben wir noch eine Waffe. Die hat Fleisch dabei und eine Muschel. Schön. Okay. Und ich müsste eigentlich schon den Part beenden, ne, weil ich bleib bei meiner Videolänge, meiner gewohnten 15 bis 20 Minuten. Aber vielleicht mache ich den ersten Part einfach mal ein bisschen länger. Ich wollte nämlich eigentlich noch zu der Feuerstelle da oben kommen. Die kommt nämlich gleich. Dann machen wir dann im nächsten Part die Höhle auf jeden Fall. Mit den Gnomen. Mana-Pflanze. Siehst du die Fackeln? Hier müssen irgendwo Menschen sein. Wenn wir den Fackeln folgen, werden wir bestimmt jemanden finden. Ja. Das glaube ich auch. Dann kommen wir hier übrigens bei der Höhle wieder raus. Oh, Wolf. Ja, ich speichere jetzt vor jedem Gegner, weil mein Leben. Mein Leben ist nicht gut. Pass auf. Oh, verdammt. Ha, bams. Böser Wolf, ich mach dich platt.
Jetzt fangen wir mal wieder an und entwickeln Skill. Was ist denn los? Eine Goldmünze, ein Fläschchen, eine Heilpflanze und nichts weiter. Okay. So, hier sieht's verdächtig aus. Das sieht aber auch nur verdächtig aus. Huch, Sarah, hör auf. Lass, steh mir nicht im Weg. Eine Heilwurzel. Ist schön. Oh, Stachelratte. Pass auf! Au, warum durchbrecht die Beine? Schaffe, ihr Biester! Droppen übrigens auch rohes Fleisch. Und jetzt brauche ich wirklich langsam eine Heilung, weil... langsam halte ich nicht mehr viel aus. Aber da liegt unser erster kleiner Heiltrank. Ja, schön. Damit könnten wir uns jetzt heilen, aber ich weiß, dass da oben, dass ich mich da oben eh gleich heilen kann. Von daher, das wäre das Verschwendung. So, ich würde aber sagen, Leute, bevor wir dieses Haus erkunden, beende ich erstmal den ersten Part, denn das war's mal wieder. Was mal wieder? Das war's schon wieder für den ersten Part von Let's Play Risen. Bin gespannt, wie das Projekt bei euch ankommt und ob ihr es auch so feiert wie ich jetzt schon wieder, weil es ist einfach Risen. Schaut's euch an, es ist toll. Ja, würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.